Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Der aktuelle Stand folgendermaßen: Matthias Bader fällt nach wie vor aus, hat so die ersten Gehversuche gemacht. Daniel Gordon hat einen Talabriss des Innenbands am Knie. Prognose 5 bis 6 Wochen. Dimitris Diamantakos steigert nach und nach das Pensum. Wir hoffen, dass er nach Braunschweig komplett ins Training einsteigen kann. Dann haben wir Jungbin Park, der noch auf dem Rückweg ist vom Probetraining in Hobro. Tim Grupp und Pierre Fastnacht sind die Woche komplett bei den Amateuren, weil es eine englische Woche war mit dem Spiel. Und dann haben wir Sascha Traut, der angefangen hat zu trainieren, aber noch ein bisschen Trainingsrückstand hat. Und die Frage vorweg: Jan Mauersberger hat jetzt heute trainiert. Das müssen wir mal abwarten. Das Training war heute okay. Hat ja immer noch so ein bisschen Probleme gehabt gestern. Das wird sich dann auf der Zielgerade entscheiden. Die letzte Entscheidung fällt morgen. Wir müssen noch mal eine Nacht drüber schlafen. Hat jetzt heute ein gutes Training hingelegt. Muss natürlich schauen, wie die Bindung zu den anderen ist. Individuelles Talent ist eins, aber es muss natürlich eingebunden sein in eine Mannschaft. Und da muss man Gefühl für haben, dass das auch sofort helfen kann. Das werden wir morgen nochmal abwarten, das Training. Aber möglich ist es. Enrico ist eine Woche weiter, ist eine Woche fitter. Wir haben gut gearbeitet. Grischer hat aber gut gespielt und auch eine gute Woche hingelegt. Ich überlege, aber ich weiß es noch nicht. Links vorne. Im Moment, er kann alle drei Positionen im Offensiven spielen. Das müssen wir aber erstmal mit einem anfangen und das sehen wir links vorne. So als Gegenpart auch zu Manuel Torres. Er ist ähnlich schnell veranlagt, kann in die Tiefe gehen, guter Individualist mit guten Tricks, guten Finden, in der Lage mal auch durch ein 1 gegen 1 der Situation aufzulösen, ähnlich wie Manuel Torres das kann. Also wir würden ihn vorerst auf der linken Seite sehen. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.